Von 2009 bis zu ihrem Ruhestand Ende 2023 war Karin Brigitte Göbel Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse Düsseldorf und saß diesem seit 2017 vor. Ein Novum auf dieser Position. Für die sympathische Bankerin aber eigentlich nicht der Rede wert. Wo es mir immer darum ging, und so habe ich es hier auch erlebt, dass es um die Fachlichkeit geht und um die soziale Kompetenz. Und ich könnte es auch etwas flapsiger formulieren, der richtige Mensch am richtigen Platz, die richtige Frau am richtigen Platz, um dann die Aufgabe zu erfüllen. Das stand im Vordergrund. Trotzdem lagen ihr Themen wie Women in Business, Jobsharing und mobiles Arbeiten stets am Herzen, um insbesondere jungen Frauen aufzuzeigen, dass sie sich nicht verstecken müssen. Sie gilt zudem als leidenschaftliche Netzwerkerin. Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringen, Brücken bauen und so Neues entstehen zu lassen. Ich habe es mit Freude gemacht, ich habe es nie als Pflicht angesehen. Und gerade Düsseldorf hat es mir so leicht gemacht, in dieser Stadt anzukommen, weil da sind wir, dieses Dorf an der Düssel. Wenn man sich für die Menschen interessiert und für die Stadt, dann wird man auch mit offenem Herzen aufgenommen. Und ja, Netzwerken, das ist etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Eine der größten beruflichen Herausforderungen in ihrer Zeit in Düsseldorf war der Kulturwandel. Denn die Kultur ist die Seele des Unternehmens, sagt sie. Weg von der Sicht des Unternehmens hin zum Blickwinkel des Kunden auf das Unternehmen. Am Herzen lagen ihr hier insbesondere die jungen Leute. Die Frage war, wie kriegen wir die? Und das Projekt war, mit jungen Menschen sich die Bank zu bauen, die jungen Menschen nehmen würden, die sie begeistern, hier wieder Kunde zu werden. Und das ist das Money-Projekt. Das Money, Your Buddy in Finance. Das war etwas, was mir ganz viel Freude gemacht hat. Die gebürtige Bochumerin zieht es in ihrem Ruhestand nun wieder nach Hessen. Aber diese Stadt, diese Herzenswärme, diese Nähe zu den Menschen hier und den vielen Freundschaften, die geschlossen worden sind. 15 Jahre Düsseldorf heißt, ich habe mein Herz in Düsseldorf. Niemals geht man so ganz, heißt es ja in einem berühmten Lied. Und ich muss sagen, es wird nach wie vor unser zweites Zuhause bleiben. Und nicht einfach als Ersatz. Es war ein Teil meines Lebens hier mit meinem Mann und wir möchten das in Zukunft genauso weiterleben. Und deswegen auch den Ankerpunkt hier in Düsseldorf, einer total tollen Stadt am Rhein. Erfolgreich, besonnen, umfassend interessiert, empathisch und beliebt, das sind nur einige der Attribute, die ich mit Frau Göbel in Verbindung bringe. Als Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf war sie verantwortlich für über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für mehr als 400.000 Kundinnen und Kunden. Sie hat auch Herausforderungen in ihrer Zeit sehr erfolgreich gemeistert. Sie hat diesen Preis wirklich verdient.